gut. Bist du bereit für dieses minimäßige Abenteuer, Pierce? Es ist vielleicht etwas zu viel für einen Mini-Power-Anfänger. Holly, bitte. Ich übe das Kleinsein doch jetzt schon seit 1, 2, 3,5 Tagen. Zeig, was du drauf hast. 3, 2, los! Yeah! Oh, ja! Polly hat den allerbesten, spannendsten Mini-Parcours aller Zeiten aufgebaut. Ich hätte mich selbst fast nicht wiedererkannt. Und wow, ich stehe echt oft vorm Spiegel und schaue mich an. Ihr zwei, Wohnzimmer, sofort, in normaler Größe. Ihr seid also wirklich die Treppe runtergefahren? Peter? Ich meine, eure Mutter hat recht. Das war gefährlich. Was, wenn sie keinen Korb mit Wäsche für eure Bruchlandung getragen hätte? Was, wenn es ein richtig heißer Hackbraten gewesen wäre oder ein Korb voller blitzender Scheren? Es war gar nicht wirklich gefährlich. Es war alles perfekt durchgeplant. Wir wussten, dass Pax bei Oma ist. Er war also in Sicherheit. Und wir hatten Schutzausrüstung. Helme, Knieschoner und Fallschirme. Ich habe das Medaillon schon eine Ewigkeit und mir ist noch nie was passiert. Schon, aber wir wissen erst seit ein paar Tagen davon. Jetzt, wo wir wissen, was das Medaillon kann, finden dein Dad und ich, es sollte Beschränkungen geben, wofür du es verwendest. Und vor allem, wie oft. Beschränkungen? Soll das etwa heißen, ihr vertraut mir nicht? Doch, dir schon, aber dem Medaillon vertrauen wir nicht so recht. Und dem, was es alles bewirken kann. Aber ich habe es total unter Kontrolle. Also, ich hab dazugelernt. Ich gehe zum Skatepark und skate in normaler Größe. Halt, halt, halt. Nicht so schnell, mein Lieber. Zuerst kommst du deinen Pflichten im Haushalt nach. Oh, meinetwegen, dann putze ich eben. Oh. Mom, Dad, ich verstehe ja, dass ihr euch Sorgen macht. Aber gebt mir eine Chance zu beweisen, dass ich das Medaillon im Griff habe. Selbst dann, wenn ich damit Spaß habe. Was meinst du, Pamela? Ich hätte Lust auf eine Mini-Demonstration. Kleines Wortspiel. Sicherer, kontrollierter Spaß. So wird's gemacht. Und groß. Zusammengefasst, ich habe nicht nur bewiesen, dass ich das Medaillon im Griff habe, sondern auch, dass es sowohl Spaß bringt, als auch für nützliche Zwecke geeignet ist. Also keine Beschränkungen notwendig. Ich weiß nicht, Schätzchen. Es kommt mir trotzdem gefährlich vor, wenn du den ganzen Tag so ein mächtiges Ding um den Hals trägst. Aber da ist doch ein Herz drauf. Ein Herz heißt harmlos und süß und niemals gefährlich. Das Medaillon wird doch von Zahnrädern angetrieben, richtig? Ein einziges Staubkorn im Getriebe wäre fatal. Aber ich halte es blitzsauber. Hier, überzeug dich selbst. Da muss ich mal näher ans Licht. Aha, so. Die Präzision ist beeindruckend. Wie heißt das nochmal? Winzig sein? Nein, es heißt und klein. Ach ja, magische Worte sind schwer zu merken. Wieso bewirken die Worte und klein? Liebling! Ups! Hätte ich mal nicht und klein gesagt. Was? Ah, ich bin noch kleiner. Pierce! Oh.
Was? Da, 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 auf der Flucht. Okay, also, mir geht's gut. Polly, Schatz? Pammy! Hallo! Ist da jemand? Oh. Hallo! Du lebst noch. Dem Himmel sei Dank, Polly. Okay, genug bewiesen, dass ich alles im Griff habe. Also, und groß! Oh nein, Dad hat ja mein Medaillon. Weiß er denn, wie man sich groß macht? Er hatte immer Schwierigkeiten mit magischen Formeln. Pete? Liebling? Wo bist du? Peter Pocket! Komm mit! Er muss hier irgendwo sein. Hörst du das auch? Yeah! Ausgerechnet jetzt nimmt Pete seine Pflichten im Haushalt ernst. Entdeckung hält sich fest! Polly! Ich kann mich nicht halten! Ich hab dich! Das reicht jetzt. Wow! Ich hätte nie gedacht, dass ich mich mal freue, dass Pierce nicht ordentlich Staub saugt. Sehr gut! Weiter, immer weiter, nicht weiter! Alles ist riesig. Halt, hat Polly nicht auch immer was gesagt, um wieder groß zu werden? Und riesig! Vergrößern! Vaterum Maximum! Ach, das ist alles deine Schuld. Ich habe die Nase voll von diesem Unkleinquatsch. Ich bin mikroskopisch klein. Wir sind fast weggesaugt worden. Genau deswegen brauche ich mein Medaillon zurück. Ich habe die Mini-Power nämlich unter Kontrolle. Aber Dad eindeutig nicht. Und wie willst du ihn finden? Genau wie wenn er sich im Supermarkt verlaufen hat. Wir rufen ihn an. Oh, ich habe mein Handy nicht. Und du? Es liegt auf dem Tisch. Ganz schön weit weg. Wo sind denn alle hin? Egal, fehlt nur noch der Abwasch. Mom, halten wir uns an den Beinen fest. Komm schon, Mom. Oh, Polly! Hab dich! Hier passiert niemandem etwas, solange ich dabei bin. Ruf Kuschelhase an. Kein Kommentar, bitte. Und ehe ich mich versah, war ich hier und ich habe keine Ahnung, wie ich wieder groß werde. Ich weiß, es ist irgendeine magische Formel, aber ich erinnere mich einfach nicht. Oh, halt! War es Großkotz? Dann wohne ich jetzt wohl hier. Hi, hier spricht Peter. Dad! Polly! Oh, Gott sei Dank, wenn du wüsstest, was mir passiert ist. Sprich mir nach! Und groß! Und groß? Ich bin zurück! Juhu, es hat geklappt! Ich bin wieder normal! Toll, Peter! Und jetzt komm her, wir sind auf dem Tisch bei meinem Handy. Oh, da bist du also, Schmusetörtchen. Also, ich finde, das Medaillon sollte schön bei Polly bleiben.
Pam? Also, ich finde auch, Polly sollte das Medaillon unter keinen Umständen aus den Händen geben. Allerdings will ich alle deine Minisachen gründlich auf ihre Sicherheit überprüfen. Ja! Ich zeige euch endlich Pollyville! Das wird ein Riesenspaß! Gib uns doch noch etwas Zeit, das Ganze zu verarbeiten. Das Land der kleinsten Teilchen war echt nicht mein Fall. Ich wurde fast weggesaugt. Alles erledigt. Polly, kannst du das wieder groß machen? Oh, was ist denn mit euch passiert? Ach so, ich weiß schon, was hier los ist. Mein Talent fürs Putzen hat euch umgehauen und ihr seid sprachlos. Ha, hab ich gern gemacht.